Leuchtfeuer, den identitären Podcast von Walter Spatz und Timo Beil. Folge 23, Verschwörung. Hallo liebe Zuhörer, hier meldet sich das Leuchtfeuer, Folge 23, wie immer mit Walter Spatz und Timo Beil. Hallo Walter. Hallo Timo. Ja, und heute reden wir über das Thema Verschwörung. Deshalb haben wir uns hier ein bisschen eng zusammengedrängt in unserem neuen schwarz-gelben Lamborghini, den uns Georg Schwarz geschenkt hat bei der Stiftung Kontrollierte Opposition. Denn wir haben noch einen stummen Gast dabei, aber wir wissen noch nicht, ob er so weit ist, zu uns zu sprechen. So, warum reden wir Identitäre über Verschwörung? Das ist doch gar nicht unser Ding. Wir sind doch transparent, wir machen unsere Metapolitik, alle unsere Aktionen sind nachvollziehbar. Wir beginnen mit Ansage, sagen, der große Austausch ist das Problem, vor dem wir stehen, und wir sorgen dafür, dass das Wort in aller Munde ist. Verschwörung, so richtig glücklich bin ich damit nicht. Ich finde, man trifft oft Leute, die sich da versteigen in irgendwelche Windungen, nicht mehr rauskommen, einen furchtbar nerven können und dann irgendwie am Wesentlichen vorbeigehen, immer Aspekte beleuchten, aber das dann aufblähen zu so einer Dimension, die es meiner Meinung nach nicht braucht und die vielleicht auch der Sache schadet. Ich habe immer versucht, hier bei der Vorbereitung jetzt ein bisschen den Fokus zu setzen auf zwei andere Folgen, die mir wichtig waren, nämlich Propaganda und Red Pill. Es gibt also Interessen, es gibt ein politisches Spiel und so, das kriege ich noch gewechselt. Aber ob das dann immer die große Verschwörung sein muss? Ja, bin ich ganz bei dir. Und wenn du da sagst, du beziehst dich auf die Rote Pillenfolge und die Propaganda-Folge auf jeden Fall. Und da haben wir auch schon unseren ersten Kandidaten, das ist Machiavelli. Also so wie Machiavelli die Politik beschreibt, besteht die ja aus Intrige, notwendig aus Intrige. Daher möchte ich das mal so nach vorne setzen, so die Unterüberschrift für diese Folge. Die Intrige ist die Fortsetzung der Politik mit normalen Mitteln. Das beginnt schon, ich will jetzt Kanzlerkandidatrix werden bei der Union. Und dann gehe ich natürlich nicht einfach, setz mich mal auf die Rednerliste, ich sage dann auch mal was und rufe den Leuten auf dem Parteitag zu und wählt mich. Sondern ich muss natürlich vorher mit meinen Klakören reden oder mir schon Leute auf meine Seite ziehen. Das ist erstmal kein großes Ding, das gehört notwendig dazu. Nur für die Außenstehenden, für die es dann nicht so ausgeht, wie sie es gerne hätten, hat das schon so den Ruf von, die hat da was gezinkt, die Kandidatrix, das ist nicht gut. Und das ist etwas von, der Gast schon wach, Robert Anton Wilson hat das mal so genannt, was von innen nur wie eine Interessengemeinschaft wirkt. Wir wollen die Kandidatrix haben, sieht von außen aus wie eine Verschwörung. Deshalb muss da aber nicht die riesen genaue Anweisungen der Generalstabsplan dahinter sein. Die haben einfach nur eine Zeit lang gemeinsame Interessen und sie erzählen dir nichts davon. Wir haben ja auch die Folge 23 jetzt hier, ne? Und es gibt ja diesen Film, der heißt, glaube ich, auch 23, ne? Und wie hieß nochmal der Computermann? Karl Koch. Ja, also wir haben hier eine Seance einberufen, kurz vor Aufzeichnung. Und ich hoffe, dass unser Medium... Bist du schon gechannelt? Das geht ja, das ist ja... Richard windet sich sehr. Timo, du bist der Spezialist. Es geht hier um das Channeln. Die Besitzergreifung... Auch noch einen Moment, aber das ist auch gar nicht falsch. Dann kann ich noch mal ein bisschen so simples Altgriechisches zum Besten geben, was ich denke, wann eine Vermutung und eine Theorie, die ich aufstelle, entweder sie deckt eine Verschwörung auf, dann ist es Detektivarbeit. Das ist eine ganz vernünftige Sache. Oder sie ist eben bescheuert. Und das ist, wenn ich einen Zirkelschluss mache. Also zum Beispiel, ich gehe davon aus, die Russen waren es. Ganz bestimmt die Russen waren es. Mein Zimmer ist nicht aufgeräumt. Mutter kommt rein und sagt, ey, räum mal dein Zimmer auf, wieso hast du das so alles so durcheinander geschmissen? Ich sage, war ich nicht, Mama, waren die Russen. Mutter sagt, Blödsinn, wieso sollen es die Russen gewesen sein? Und dann sage ich, naja, Mama, eben weil es die Russen sind, die sind super listig, die wollen uns alle in die Irre führen, ich soll nicht mal mehr meiner Mama glauben und meine Mama soll mir nicht glauben, das ist der geheime Plan der Russen. Damit drehe ich mich im Kreis.
weil ich die Behauptung, die Russen waren es, damit untermauere, dass eben, weil ich es nicht beweisen kann, das dafür spricht, dass es die Russen waren. Und für die Russen kannst du jetzt einsetzen, was du willst. Also die Echsen aus dem All oder wir kennen das. Das ist unsinnig. Gleichzeitig haben wir aber diese These, und ich denke, die lässt sich ja stützen, dass die Intrige, also irgendetwas hinter dem Rücken von anderen zu machen, ein völlig normaler Zustand in der Politik ist. Also brauchen wir ja irgendwie eine Möglichkeit, das aufzuklären. Und eine Möglichkeit, mal neue Impulse zu bekommen, ist natürlich auch die Geisterwelt zu kontaktieren. Ist Karl da? Karl! Ja, hallo, hier ist, mein Name ist Richard. Einige kennen mich ja bereits aus einer früheren Folge des Leuchtfeuers. Ich freue mich auch heute hier wieder zu Gast sein zu können. Entschuldigt meine Stimme, ich bin in Trance, ich bin sehr aufgeregt und ehrlich gesagt, es ist auch etwas eng hier hinten eingeklemmt zwischen den verkackten Frontsitzen und des Motorraums, dieses Lamborghini. Aber ich versuche, die Verbindung herzustellen. Karl, bist du da? Hört ihr die Stimme auch? Karl sagt, er ist da. Er ist bereit. Karl, bist du da? Ja. Ja, hört ihr mich? Ja. Wir hören dich. Die Verbindung. Du hast den Film 23 gemacht? Ja. Er handelt von meinem Leben. Ihr merkt, es ist eine große Anstrengung für mich. Ich weiß nicht, wie lange ich die Verbindung aufrechterhalten kann. Ja, das sind die scheiß Verschwörungstheoretiker, die Verbindung unterbrechen wollen. Ja. Die Russen wahrscheinlich. Die Russen. Ja, das sind die Russen. Es ist die Regierung. Ja. Ich spüre Putins Macht. Beeilt euch schnell. Ich glaube, Karl hat nicht viel Zeit. Gut, ich übernehme mal. Ja, Richard, das ist ein schwerer Trance. Ich fange mal an. Also ich habe mal einen Text rausgesucht, den wir auch schon bei Red Pill hatten. Und Timo hat die herrliche Geschichte erzählt, wie dieser White Rabbit, der weiße Hase, wie diese Bar Kaninchen heißt und so weiter, yeah. Das weiße Kaninchen und so weiter und so weiter. Und jetzt habe ich hier den originalen Text mal rausgeholt. Und da gibt es diese Szene, in der Alice die Wirklichkeit beschreibt und in der sie verliert und in der sie sie völlig neu mischt. Das ist für mich eben auch ein Thema bei Verschwörungstheorie. Ich hatte das angedeutet, wenn Leute in ihren Loops sich verlieren, wie Alice jetzt gleich, und da nicht mehr rauskommen und dann alles in den Weisen, die Timo da schon referiert hat, über Zirkelschluss und andere Dinge, sich ja Theorien herleiten oder Kausalitäten herleiten, die dann gar keine sind und dann die ganze andere Welt furchtbar damit nerven. Alice hob den Fächer und die Handschuhe auf und da es im Saal sehr heiß war, fächelte sie sich zu, während sie weitersprach, nein, so etwas, wie verquer doch heute alles geht und dabei war gestern doch alles so gewöhnlich. Ob ich am Ende heute Nacht ausgewechselt worden bin? Also wie steht es damit? War ich heute Morgen beim Aufstehen noch dieselbe? Mir ist es doch fast, als wäre ich mir da ein wenig anders vorgekommen. Aber wenn ich nicht mehr dieselbe bin, muss ich mich doch fragen, wer in aller Welt bin ich dann? Ja, das ist das große Rätsel. Und darauf gingen sie in Gedanken, alle Kinder in ihrem Alter durch, die sie kannte, um sich zu überlegen, ob sie wohl zum einen von ihnen geworden sein könnte. Also Ada bin ich sicher nicht, sagte sie, denn ihr Haar hat lange Kringel und Kringel hat meines nicht. Und Mabel kann ich nicht sein. Ich weiß alles Mögliche und die weiß doch wirklich so wenig. Außerdem ist sie doch sie und ich bin ich und lieber Himmel, wer soll sich denn da noch zurechtfinden? Ich will einmal sehen, ob ich noch alles weiß wie früher. Also, 4 mal 5 ist 12 und 4 mal 6 ist 13 und 4 mal 7 ist, aber nein, auf diese Weise komme ich nie ans Ziel. Aber das 1 mal 1 zählt ja nicht, dann schon eher die Geografie. London ist die Hauptstadt von Paris und Paris ist die Hauptstadt von Rom und Rom... Nein, das ist bestimmt alles falsch. Dann bin ich also doch Mabel. Das ist Lewis Carroll und alle beziehen sich ja darauf, wie gesagt, die Sache mit dem Kaninchen und dem Kaninchenbau. Das ist schon ganz beträchtlich. Und dann will ich mal was bringen, was uns in den Kaninchenbau reinführt. Und wir sollten uns darum kümmern, denn gerade als Identitäre sind wir natürlich streng hierarchisch aufgebaut, wie wir jetzt gelernt haben. Haben einen totalen Drill und da müssen wir mal alles machen, was Martin Sellner sagt, sonst gibt es auf den nackten Hinter. Ich denke, unser geliebter Führer Martin Sellner ist auf einer Stufe mit dem geliebten Führer Kim Jong-il. Deshalb erlaube ich mir, in Zukunft unser geliebter Führer zu sagen. Und Martin Sellner hat ja jetzt was übers, was im Kompaktmagazin besprochen und den Wert der Quelle Q relativiert. Also der Artikel im Kompaktmagazin relativiert den Wert der Quelle Q und das ist ja auch alles ganz sinnvoll. Das heißt,
Ich leite das her, dass unser großer Oberaktivist Martin Sellner uns hiermit die Botschaft vermittelt, wir sollen doch auch eine gewisse Kompetenz im Umgang mit Verschwörungen entwickeln. Unser geliebter Führer? Unser höchstgeliebter, das ist, geht nicht. Nein, das müssen wir rausschneiden, sonst sind... Oh Gott, nein! Halt, stopp, schick die Männer in Schwarz-Gelb raus, die diese Nachricht wieder aus der Welt nehmen. Also, dass man sich anhand der Quelle Q, ja, die sagt ja immer zum Beispiel, ja, der Trump ist super gut und der räumt jetzt auf mit den ganzen Kinderschändern in Washington und die werden alle nach Guantanamo verschifft und dann ist gut und es passiert gar nichts. Und Martin hat das sehr schön dargestellt, indem er sagt, naja, dadurch, was bewirkt das eigentlich? Es ist erstmal eine atemberaubende Geschichte, die sich, weil sie nur aus einer Quelle kommt und keine weiteren Indizien hat, leider nicht belegen lässt. Und drittens macht sie passiv, weil man da sitzt, Popcorn schaufelt und denkt, oh ja, geht bestimmt gleich los, die guten Leute da hinter den Kulissen, also meine eigenen James-Bond-Agenten werden das jetzt schon irgendwie reißen. Und das ist natürlich eine Anwendung, wenn man solche Geschichten in die Welt setzt, wie Q, die dann ihrerseits eine politische Wirkung erzielen. Ich möchte jetzt aber mal etwas verdächtig Ernsthafteres auspacken, nämlich den Autor Peter Dale Scott, Amerikaner. Der hat unter anderem den Begriff vom tiefen Staat mal ausgearbeitet. Beziehe mich hier auf einen Artikel von ihm, den findet man auf archive.org. The Deep State and the Wall Street Overworld, also der tiefe Staat und die Überwelt der Wall Street von 2014. Da zitiert er wiederum andere deiner Priesten William Arkin. Zitat: Es gibt zwei Regierungen. Die eine ist diejenige, welche die Bürger kennen. Sie arbeitet mehr oder weniger öffentlich. Die andere ist höchst geheim und in weniger als einem Jahrzehnt zu einem eigenen, weit verzweigten Universum herangewachsen, das nur wenigen Auserwählten zugänglich ist und das in seiner Gesamtheit nur von Gott überblickt wird. Zitat Ende, weiter Scott. 2013 bezeichneten mehr und mehr Autoren, besonders seit der Machtübernahme in Ägypten vom Militär, also erst waren die Moslembrüder dran, dann kam wieder das Militär dran, diese zweite Regierungsebene als den tiefen Staat. Und dann beschreibt er das immer sehr schön, wie das in Amerika eine Rolle spielt, zitiert die Definition der New York Times ausgerechnet, Zitat New York Times, eine schwer erkennbare Ebene der Regierung mit großer Macht, welche ohne Wahlen besteht und die Fähigkeit besitzt, populäre Bewegungen zu behindern und oder zu einem radikalen Wechsel zu führen. Einige sagen, Ägypten würde von seinem tiefen Staat manipuliert. Punkt, Zitat Ende. Jetzt geht es weiter um die Theorie, die Peter Dale Scott daran knüpft. Der tiefe Staat als Ort einer tiefen Politik. Das sind all diese Arrangements und Maßnahmen, die üblicherweise, ob absichtlich oder nicht, eher unterdrückt als publik gemacht werden. Und dazu hat er dann auch den Begriff Parapolitik erfunden, der Peter Dale Scott. Und damit haben wir glücklich drei Formen von Politik jenseits unserer, dem, was wir konventionell für Politik halten, also Wahlen und Leute, die Pressekonferenzen geben und sowas. Nämlich wir haben die Metapolitik, das hatten wir in Folge 13 ausgewalzt. Wir haben, was wir noch nicht richtig beleuchtet haben, von, was war es, Ulrich Beck, glaube ich, ja, die Subpolitik, also diese direkten Maßnahmen vor Ort, not in my backyard, die Bürgerbewegungen und Bürgerinitiativen, die fand er sehr wichtig. Die Parapolitics, die Politik, die noch darüber steht, einfach von den Mächten die Tatsachen schaffen. Now we are through the looking glass. Jetzt sind wir durch das Vergrößerungsglas hindurch in der Anderswelt. Interessanter Begriff, du hast gesagt Overworld, oder was stand da? Overworld. Es gibt ja in der germanischen Mythologie die Anderswelt, immer die, die hinter der Wirklichkeit ist und die Geschicke der Wirklichkeit bestimmt, wie sie sehen. Also wie eine Art Marionetten und Fäden und so. Interessant, dass sich das da widerspiegelt. Zu dem Thema, was ist der tiefe Staat, hat ausgerechnet Dirk Pohlmann ein tolles Video gemacht, können wir verlinken. Und natürlich gibt es entsprechende Videos und Bücher auch für Daniele Ganser, die sind dann immer auf Deutsch. Und dann sieht man schon wieder, Dirk Pohlmann allerdings hat auch mal irgendwo die Bemerkung gemacht, dass der hat tief geblickt, das mit der kontrollierten Opposition, ja, dass die Identitären jetzt mit den Antideutschen zusammengehen würden, hat er irgendwann mal fallen lassen. Das finde ich auch, das ist so ein richtiger Inception-Virus, ja, so eine Flöhe ins Ohr setzen. Das kann der Dirk auch, aber das, was er über den tiefen Staat sagt, ist schon ziemlich gut. Peter Dale Scott
Was ist denn nun der tiefe Staat? Sind das einfach nur die durchgeknallten Geheimdienste? Ja, irgendwelche Beamten, die nicht mehr weitermachen wollen? Es ist vor allen Dingen eben, da kommt dieses Wall Street Element hinein, auch ein Eingreifen von Finanzmacht in den Staat. Und zwar nicht in die Exekutive, na doch in die Exekutive, aber nicht in die Legislative und die Judikative, die sollen machen, was sie wollen, sondern in die Exekutive, und zwar nicht unbedingt direkt über die Regierung, sondern über führende Beamte. Und sein Aufhänger ist da niemand anders als unser alter Freund Alan Dulles. Alan Dulles arbeitet, also der Mann ist irgendwann in den 70ern, glaube ich, gestorben, war Anwalt bei dem Wall Street Anwaltsbüro Sullivan & Cromwell. Den Namen kann man sich merken, die tauchen öfter mal auf. Und er war im Krieg Stationsleiter von dem amerikanischen Militärgeheimdienst OSS in Genf, wenn ich mich richtig entsinne. Und nach dem Krieg ging er halt zu Truman und zu anderen Leuten und sagte, ey Jungs, wir brauchen echt einen Geheimdienst, der uns da gegen die Russen beisteht. Und der hat dann für die Gründung der CIA gesorgt und erstmal einen Haufen Anwaltskumpels von seinem New Yorker Anwaltsbüro in die Führungsetagen der CIA gehievt und wurde später auch dann irgendwann CIA-Chef, nicht gleich zum Anfang. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, ja, aber was hat das mit uns zu tun? In Deutschland geht doch alles mit rechten Dingen zu. Das ist doch alles so ein spinnerter amerikanischer Kram. Wir machen sowas doch nicht. Ja, aber Alan Dulles fuhr dann schon 1948 so zur Berlin-Blockade hier rüber und hat eine Menge organisiert, dass man da gegen die bösen Kommunisten vorgeht, und hat dann auch mitgegründet das ACUE, das American Committee for a United Europe, also das amerikanische Komitee für ein vereinigtes Europa seit 1948. Und dann wissen wir, die CIA hat die Wahlen in Italien gekauft 1948. Also die Abteilung der CIA, die für die Aufklärung der Sowjetunion zuständig war, bestand hauptsächlich aus deutschen Nachrichtenleuten aus der früheren Abteilung Fremde Heere Ost, unter der Leitung von dem Generalmajor war er, glaube ich, Gehlen. Und der hat ja dann den BND mit aufgebaut in Deutschland und war Ewigkeiten BND-Chef. Und der BND ist ja nur wirklich völlig unverdächtig. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Ja? Also das hat uns ja auch die Stiftung Kontrollierte Opposition gesagt. Ja, da weiß ich jetzt nicht, was ich sagen soll. Wir sitzen ja in dem Auto jetzt. Jorge Luis Borges, ein Argentinier, ein interessanter Schriftsteller mit vielen schönen Kurzgeschichten. Der hat einen kleinen Text gemacht, heißt Die Lotterie in Babylon. Und ich will immer versuchen, dieses Ding Verschwörung so ein bisschen von oben zu betrachten, aus der Vogelperspektive. Was ist denn vielleicht Verschwörung und warum neigen wir denn dazu? Also in unserer Szene, ich konstatiere das mal, gibt es durchaus bei vielen so eine Tendenz zur Verschwörungstheorie. Die Anderswelt. Also nichts ist so, wie es ist, sondern eigentlich steckt immer etwas anderes dahinter und will uns etwas vorspiegeln, was gar nicht da ist. Vielleicht spiegeln auch das falsche Wort, weil von was wird es denn gespiegelt? Aber ich habe immer irgendwie so dieses Marionettending vielleicht. Ja, das sind wie die Puppen oder Platons Höhlengleichnis. Also wir gucken einfach immer nur auf Schatten, aber da gibt es ein paar Jungs, die die Figuren bewegen und wir gucken auf die Schatten und denken, das ist die Wirklichkeit. Aber das ist, wir sehen noch nicht mal die Figuren, die die bewegen, geschweige denn das Licht, was ja alles auflösen könnte. Dann sind wir so geblendet, dass wir das gar nicht mehr brauchen. Und dann eben der Protagonist macht sich von seinen Fesseln los. Wir kennen die Geschichte. Geht nach oben und guckt ins Licht und kommt wieder runter und will seinen Kumpels sagen, ey, das sind alles nur Schatten. Und die drehen sich um und wollen ihn dann umbringen. Wir hatten das in Red Pill schon mal. Und wollen sagen, du bist wohl irre und der macht hier unsere Gesellschaft kaputt. Der muss getötet werden. Ja, so weit geht das dann. Na, das ist, mir scheint es, spricht so das Thema der Transparenz an und der geforderten totalen Transparenz. Also das ist ja die Forderung, ich lege alles von mir offen. Alle meine kleinen schmutzigen Bildchen, jedwede Finanztransaktion, alles, was ich jemals gekauft habe und übertrage auch mit Mikros unter der Achselhöhle, alles, was ich jemals sage und so ist dann immer zuständig. Und dann herrscht die Gerechtigkeit, dann ist das alles gut. Oh, mein Leben ist so, das ist ja simpel ausgedrückt, ich habe nichts zu verbergen, guck doch nach. Das Problem bei dieser Einstellung, ich habe nichts zu verbergen, guck doch nach, liegt darin, dass ja jemand mit Beweisen ankommen kann, die ich noch nicht gesehen habe.
Also üblicherweise macht man das heute mit Kindesmissbrauch. Irgendjemand weist mir nach oder kommt mit Bildern an, wo ich Kinder missbrauche. Und ich habe vorher gesagt, ja, ihr könnt doch alles von mir sehen. Und das hat jetzt noch keiner gesehen, das mit dem Kindesmissbrauch. Und dann bin ich plötzlich in der Beweislast bei mir. Dann muss ich nachweisen, dass diese Bilder gefälscht sind. Das ist das Problem. Also dieses juristische Prinzip in dubio pro reo, im Zweifelsfall für den Angeklagten, das geht damit in die Binsen, finde ich ganz entscheidend. Herr Beil, was hat das denn mit Verschwörung zu tun? Ist jetzt diese Total Privacy die Verschwörung? Wenn ich sie mir dazu mache, ja. Das ist eben meine eigene Verantwortung für meine Wahrnehmung, die da eine Rolle spielt. Ja, es gibt Leute, die haben Interesse daran, über möglichst viele Leute möglichst viel zu wissen, siehe Big Data. Okay, die wollen natürlich, aber nicht unbedingt, dass man was über sie weiß, aber sie würden gerne was über andere wissen. Und dann ist es natürlich nützlich, wenn nützliche Idioten wie so Piraten mit ihrem Post-Privacy-Quatsch da ankommen und das noch vertreten. Irgendwie steckt da so ein bisschen hinter auch eine Art Kontrolle. Ne? Wenn alles offen liegt, dann braucht sich niemand mehr für irgendwas zu schämen. Haben wir so eine Art Grundharmonie. Ne? Oder irgendwie, so kommt mir das gerade vor. Ja, aber das ist denn die Hoffnung dabei. Die Grundharmonie ist die Hoffnung. Haben wir sie nicht. Ja, aber so dieser Zug, diese Tendenz dahin. Mhm. Immer so einen Wunsch, Komplexität handhabbar zu machen. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Komplexität und Kompliziertheit voneinander geschieden sind, dann ist Komplexität etwas, was sich eben der Kontrolle entzieht, mit dem ich umgehen und leben muss. Da spielt das rein, was Zufall heißt. Aber Kompliziertheit ist ein Zustand, den ich immer noch kontrollieren kann, wenn auch mit großen Mühen. Und dieses Privacy-Ding, das kommt mir so vor wie eine gigantische große Mühe, um etwas in die Kontrolle zu bekommen oder zu überführen. Und diesen Zug, den habe ich bei Borges gesehen, in dem Essay Die Lotterie in Babylon. Da geht es nämlich um den Zufall und die Handhabung in der Kultur mit dem Zufall. Den Zufall so zurechtzustutzen und zu drangsalieren, sage ich mal, bis er handhabbar wird. Bis also nicht mehr das Überraschende passieren kann, bis ich eine Harmonie habe. Ich mache mal ein paar Zitate daraus. Also er verortet das hier in Babylon. Die Lotterie, darum geht es. Ihre Geschichte habe ich nicht erforscht. Ich weiß nur, dass die Magier über sie uneins sind. Ich weiß von ihren gewaltigen Vorhaben nur so viel, wie ein der Astrologie Unkundiger vom Mond wissen kann. Ich bin aus einem schwindelerregenden Land, in dem die Lotterie Hauptbestandteil der Wirklichkeit ist. Bis zum heutigen Tage habe ich an sie so wenig gedacht, wie an das Verhalten der unenträtselbaren Götter oder das meines Herzens. Jetzt, fern von Babylon und seinen geliebten Bräuchen, denke ich mit einigem Staunen an die Lotterie und an die lästerlichen Mutmaßungen, die in der Dämmerung die Verschleierten murmeln. So fängt er an. Das ist ja schon mal ganz schön. Und dann hier mal ein paar Zitate, die das so ein bisschen darstellen, was ich sagen will oder worauf ich hinaus will. Das Volk erreichte voll und ganz seine edelmütigen Ziele. An erster Stelle, dass die Gesellschaft die totale Macht übernahm. Diese Vereinheitlichung war nötig wegen der Weitgespanntheit und Vielschichtigkeit der neuen Verfahren. An zweiter Stelle erreichte es, dass die Lotterie geheim, kostenlos und allgemein wurde. Der geschäftsmäßige Losverkauf wurde abgeschafft. Jeder freie Mann, der in die Mysterien des Baal eingeweiht war, nahm automatisch an den heiligen Ziehungen teil, die in den Labyrinthen des Gottes alle 60 Nächte erfolgen und sein Schicksal bis zur nächsten Ziehung bestimmten. So unwahrscheinlich es klingen mag, niemand hatte bis dahin an einer allgemeinen Theorie des Spieles sich versucht. Der Babylonier ist nicht spekulativ veranlagt. Die Urteilssprüche des Zufalls nimmt er hin, weiht ihnen sein Leben, seine Hoffnung, sein pathisches Entsetzen. Aber es fällt ihm nicht ein, seine labyrinthischen Gesetze oder kreisenden Sphären zu erforschen. Trotzdem regte die offiziöse Erklärung, die ich erwähnt habe, zu einer Menge von Erörterungen juristisch-mathematischer Art. Einer von ihnen entsprang die folgende Mutmaßung. Wenn die Lotterie eine Verstärkung des Zufalls, eine periodische Ergießung des Chaos in den Kosmos ist, müsste dann nicht der Zufall eigentlich in alle Etappen der Ziehung Einlass finden, nicht nur in eine einzige? Ist es nicht lächerlich, dass der Zufall irgendwessen Tod verfügt,
dass aber die Umstände dieses Todes, Ausschluss oder Anwesenheit der Öffentlichkeit, Vollstreckung binnen einer Stunde oder eines Jahrhunderts, nicht dem Zufall unterworfen sind. Diese so berechtigten Skrupel führten schließlich zu einer bedeutenden Reform. Aber immer mehr beschreibt er also in den Seiten, es geht so 15 Seiten die Geschichte, wie sie immer weiter verschrauben und immer feiner justieren, die Versuche, den Zufall zu kanalisieren, ihn einzulassen in eine Kulturtechnik, ihn aber immer zu binden, wie in ein Programm. Darum geht es in dieser Geschichte. Also immer die Versuch der Handhabbarmachung dessen, was sich dem Menschen entzieht. Das scheint mir ein Motiv zu sein, was in Verschwörung steckt. Was hältst du davon? Was mir dazu zuerst einfällt, ist, dass man natürlich einen Staat selbst erstmal als Verschwörung auffassen kann. Weil der Staat hat seinen Apparat und seine Führungskräfte und diese Führungskräfte sind dann per Definition nicht alle, sondern nennen wir es mal Elite oder Oligarchie oder wie auch immer. Und dass die natürlich gerne Kontrolle haben, ja, dass sie dazu alle Mittel gebrauchen, die sie gerne hätten, ja, dass sie gegen das Chaos kämpfen und das Chaos nicht mögen. Chaos ist nicht der blinde Zufall, ist nicht weißes Rauschen, ist unberechenbare Komplexität, wie wir wissen, ne? Oder nicht wirklich berechenbare Komplexität. Ja, das ist richtig. Umgekehrt ist, also das dann wäre die, und dann sind natürlich, das sind dann die Illuminaten, ne? Die wollen dann die totale Kontrolle und deshalb haben sie eine Verschwörung. Also deshalb sagen sie auch nicht allen, was sie machen wollen, aber von allen wissen, was die anderen machen. Big Data, passt schon zusammen. Wenn ich das jetzt umdrehe und sage, ich will mir die Welt erklären, um irgendwie Freiheit zu erlangen oder weil ich nichts Besseres zu tun habe, dann kann ich natürlich wieder in diesen Zirkelschluss verfallen. Ja, weil die nämlich so viele Mittel zur Kontrolle haben, müssen dies gewesen sein. Und deshalb kann ich es ihnen auch nicht nachweisen, weil sie alle Spuren verwischt haben. Der Zirkel oder im Zeichen der Drei ist ein Sammelband herausgegeben von Umberto Eco und Thomas Seeböck. Und da geht es eigentlich um einen Vergleich zwischen Charles Sanders Peirce und Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ist ja sozusagen derjenige, der keine Verschwörungstheorie im Kopf hat oder vielleicht welche im Kopf hat, aber die dann transparent macht, weil er den Täter findet. Und wie macht er das? Das legen die da umfänglich dar, ist nicht so ganz einfach zu lesen. So klassisch griechische Definitionen von, wie schlussfolgere ich? Das Sicherste ist immer die Deduktion. Ich schließe von dem Allgemeinen auf den Einzelfall. Beispiel für Deduktion. Es gibt das Gesetz, alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß. Dann haben wir den Fall, diese Bohnen hier nehme ich oder die sind aus diesem Sack. Das Ergebnis, diese Bohnen sind weiß. Ist ein bisschen öde, ist aber eine 100% sichere Schlussfolgerung. Dann gibt es das andere, die Induktion. Ich schließe von dem Einzelfall auf das Allgemeine. Der Fall ist also, diese Bohnen sind aus diesem Sack. Das Ergebnis, diese Bohnen sind weiß. Das Gesetz, also meine Folgerung, also alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß. Und das ist natürlich relativ schwach, weil es kann ja sein, dass unten noch eine rote oder eine schwarze Bohne drin sind. Und dann gibt es das noch schwächere System, was aber den schärferen Gewinn bringen kann, wenn man es richtig anwendet, nämlich die Abduktion, also die Herleitung. Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß. Mein Ergebnis, meine Probe, diese Bohnen sind weiß. Ich folgere daraus, diese Bohnen sind aus diesem Sack. Dann ist also diese Abduktion, dieses Herleiten von einem Einzelfall auf eine Ursache, eine ganz bestimmte Ursache, eben kein Gesetz, sondern irgendetwas muss zu diesem einzelnen Fall geführt haben. Und das leiten Sie her von Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ist ja nun, wie die meisten behaupten, jedenfalls eine Erfindung von Arthur Conan Doyle, diesem Krimi-Autor, wobei dieser Vorname Arthur Conan hat mich immer schon begeistert. Ja? Also da musste einfach durchkommen mit. Und wie ist der auf seine Schlussfolgerungen gekommen? Durch seinen Professor Dr. Joseph Bell in Edinburgh. Und der hat immer so, das schreibt dann auch der Doyle immer, der lässt sich irgendeinen Patienten kommen, in Vorlesung vor den Studenten und der sagt gar nichts, der Patient, der steht nur da und der Bell guckt sich den an und sagt, na, Sie kommen aus Indien, Sie haben gedient, Sie haben Malaria gehabt, die klingt aber schon im Abklingen und dies und das und das und das, ohne dass er dem überhaupt ein Wort sagt. Und dann, boah, wie kannst du das denn nur? Und dann legt er da, wie er auf diese Schlussfolgerungen kommt. Und das ist ganz interessant. Wie kann man sozusagen in diesem Gewirr von Lügenpresse und verschwörerischen Russen, von den Echsen aus dem All ganz zu schweigen und von den bösen, bösen Nazis bei der Identitären, das ist noch schlimmer, ne? Wie kannst du da überhaupt noch irgendwie durchblicken?
indem du auf Feinheiten achtest. Und dann gehen wir noch tiefer. Was für Feinheiten sind gemeint? Die Quelle für diesen Dr. Joseph Bell ist dann noch tiefer im 19. Jahrhundert. Ein italienischer Kunstkritiker namens Giovanni Morelli. Und der konnte immer unheimlich gut bei alten Meistern Fälschungen oder Zuordnungen hinbiegen. Und wie hat er das gemacht? Indem er auf Nebensächlichkeiten geachtet hat. Also ich kann jetzt keine alten Meister nennen, weil von Piero della Francesca ist der Einzige, der mir einfällt. Der gefällt mir, aber ich könnte jetzt den Stil nicht beschreiben. Also nehmen wir Van Gogh, den können wir uns vorstellen. Diesen groben Strich, diese, hier, wie heißt das, Spachteleien da von dem Van Gogh, wie der so malt. Diesen Stil, den kennen wir und diesen Stil kann ich mir drauf schaffen. Und so kann man andere Stile, das, was man bewusst wahrnimmt an jemandem, das kann man imitieren. Aber das, was derjenige unbewusst macht, die Nebensächlichkeiten, das nicht, die Feinheiten, das war dann so, wie jemand Ohren oder Finger malt oder so. Daran hat er immer nachgewiesen, von wem die entsprechenden Bilder sind. Und das, um diesen kleinen Kreis nochmal zu schließen, diesen Zirkel, ist ja das, was Sherlock Holmes macht. Der achtet auf Feinheiten. Deshalb läuft er immer schon wieder mit dem Motiv, mit dem Vergrößerungsglas rum. Für mich ist das, wo ich auch ein Musterbeispiel, englischer Denkung. Rational und logisch ist das, was der Sherlock Holmes da macht. Ne? Gibt ja auch dieses Ding irgendwie, der x't einfach so lange alles aus, bis das, was übrig bleibt, das ist dann die Wahrheit. Ne? Ist ja faszinierend, ne? Aber das ist auch eine spezielle Art des Denkens. Ne? Das ist eine gewisse logische, systematische auch Hermetik, also nicht, also ich meine jetzt Hermetik im übertragenen Sinne. Darüber gibt es ja in Deutschland eine andere Denktradition, die idealistische. Der deutsche Idealismus will ja auch aus diesen rationalen Denkkategorien raus oder will das Mystische oder den Subtext, das Poetische auch immer ansteuern und will sich eben nicht begnügen mit dem nur Rationalen. Das ist interessant, weil ich das hier bei Safranskis Buch nochmal gefunden habe, Romantik, eine deutsche Affäre, da redet er über Schiller. Die bürgerliche Gesellschaft, schreibt er hier, sagt Schiller, steht wie nie zuvor unter dem Diktat der Nützlichkeit. Wann sagt Schiller das? Um 1800, hast du nicht gesehen, rum? Da beklagt er das, da schon. Er beschreibt sie als geschlossenes System der Zweckrationalität und der instrumentellen Vernunft, als eine Gesellschaftsmaschine, fast schon als jenes stählerne Gehäuse, als welches sie Max Weber ein Jahrhundert später bezeichnen wird. Der Nutzen, schreibt Schiller, ist das große Idol der Zeit, dem alle Kräfte fronen, alle Talente huldigen sollen. Auf diese grobe Waage hat das geistige Verdienst der Kunst kein Gewicht. Und alle Aufmunterung beraubt, verschwindet sie vor dem lärmenden Markt des Jahrhunderts. Man sieht schon, worauf Schiller da raus will. Es schiebt also diese Kritik, ist ein tiefer Zug in der deutschen Romantik, geht bis in unsere Kreise, über die neue Rechte, bis in die Gegenwart. Die Kritik an der Maschinenwelt, am Rationalismus und so. Schiller schiebt da die Kunst hin, denn da könne man lernen, dass die wichtigen Dinge des Lebens, nämlich die Liebe, die Freundschaft, die Religion und eben auch die Kunst, ihren Zweck in sich selbst haben. Und dass sie nicht primär sinnvoll sind, weil sie funktional etwas anderes wollen oder einem anderen dienen. Liebe will die Liebe, die Freundschaft und die Kunst, die Kunst. So, warum schiebe ich das hier rein? Die Verschwörungstheorie und die Lust daran, sich vorzustellen, dass das eigentlich alles ganz anders ist, ist ja auch eine Flucht aus diesen zwangsrationalistischen Käfigen, in denen wir heute stecken. Dass vielleicht die Verschwörungstheorie oder die Lust, das anzunehmen oder daran zu laborieren, aus diesem Trieb herrührt. Hypothese, Beil. Wir fädeln uns an einer anderen Achse auf, nicht an der Achse an den Polen Erfolg und Niederlage, sondern Treue und Verrat. Das sind die Dinge, die uns begeistern. Und natürlich, wenn ich denke, ich bin treu, aber gucke mal, der andere Pol, der Verrat, das ist die Verschwörung, ich bin hier von einer Delirium des Verrats umgeben, sagen ja manche Leute. Ne? Und so ticken wir. Und deshalb haben wir, glaube ich, auch nicht so gute Konspirologen. Also Konspirologen, Leute, die intelligent mit der Intrige umgehen und mit diesem Verfolgen von Feinheiten. Ja, danke für diese Perspektive. Allerdings hat sie nicht viel mit dem zu tun, worauf ich hinaus wollte.
Schönen Dank auch. Ja. Nee, es ist ja, wir nähern uns ja immer dem Thema, wir umkreisen das Thema ja, das ist ja jedes Mal so. Ich wollte tatsächlich da rauslesen, dass, wenn man jetzt mal das Schillers Denken über die Kunst rausstreicht und das, den Begriff Kunst ersetzt mit Verschwörung, dass das eine Art Kulturtechnik ist, die den Einzelnen wieder über die angelsächsische, über die rationale, über die zwecklogische Ebene hinaus hebt. Also ich, das ist jetzt mal der Versuch, irgendwie die Lust an Verschwörungstheorie, die ich ja wirklich überall sehe in unseren Kreisen, wahrscheinlich auch darüber hinaus, aber in unseren Kreisen ja ganz, ganz vehement, dass die vielleicht an einen, irgendwie an einen verborgenen Kraftstrom anschließt, der im Deutschen da ist. Die Anderswelt hatten wir eben schon mal angesprochen. Oder wenn du sagst, der sowjetische Dissident, der wird gesagt, du bist doch verrückt, du weichst ab, oder guck mal Knopf, dann weißt du, wie die Realität geht. Das hatten wir mit ganz am Anfang mit Alice, die irgendwie sich fragt, wer bin ich eigentlich? Bin ich jetzt die oder bin ich die? Nee, ich habe keine Locken und bin ich jetzt irre oder wie oder was? Ist Rom die Hauptstadt von Paris und so und so und so? Da kann es sein, das ist jetzt inkompatibel. Die Alice ist ja dann nicht mehr gesellschaftsfähig, wie du sagst. Das ist ja eine Ebene. Aber das Ding hier wäre der Versuch, diese Verschwörung auf eine andere Ebene zu heben. Oder die Lust dazu. Warum funktioniert das so schön? Warum findet das einen Resonanzraum? Hier ein bisschen weiter schreibt ja der Safranski, der geht auf die Postmoderne ab. Und sagt eben, die moderne Gesellschaft, schreibt Schiller, hat Fortschritte gemacht auf dem Gebiet der Technik, der Wissenschaft des Handwerks, infolge der Arbeitsteilung. Im selben Maße, wie die Gesellschaft im Ganzen reicher, komplexer wird, lässt sie, und jetzt kommt's, dem Einzelnen in Hinsicht auf die Entfaltung seiner Anlagen und Kräfte verarmen, indem sich das Ganze, und jetzt kommt der Begriff des Ganze, indem sich das Ganze als reiche Totalität zeigt, hört der Einzelne auf, das zu sein, was er gemäß einem idealisierten Vorurteil in der Antike gewesen sein soll, nämlich eine Person als Totalität im Kleinen. Stattdessen findet man heute unter den Menschen nur Bruchstücke, was zur Folge hat, dass man vom Individuum zu Individuum herumfragen muss, um zur Totalität der Gattung zu gelangen. Das sind jetzt viele, viele, viele Wege. Unsere linken Freunde, ne, linken nicht, aber unsere grünen alternativen Freunde wollen ja auch immer auf das allmächtige Individuum raus. Das steckt hier auch drin. Mhm. Aber darüber, das führt uns, glaube ich, in die Irre. Aber so dieses, die Verschwörung zu sehen als Möglichkeit, ähnlich wie die Kunst, die um ihrer selbst willen existiert, um dem Deutschen etwas zu geben, wonach er denn sich sehnt. Nämlich eine Anderswelt irgendwie zu fassen und sich darin zu finden und zu sagen, dann macht es ja vielleicht doch einen Sinn und dann gibt es vielleicht doch, wie du sagen würdest, einen Loop, in dem ich drin bin. Aber das Schlimme finde ich, dass das so negativ ist, dass das missbräuchlich ist. Also, meinst du jetzt, dass es negativ ist oder ist es schlimm, dass es negativ konnotiert ist? Ja, letzteres. Also die, wenn jetzt irgendjemand, wir beide haben doch, du kannst dich erinnern, Bergida, eine dieser Demos, wo dieser Reichsbürger auf uns zutrat und uns zugetextet hat. Bestimmt eine Stunde lang. Das ist doch absolut nur negativ, was dieser Mann da von sich gegeben hat. Und die sind scheiße und die und da steckt das dahinter und da und wir können doch niemanden und wir müssen endlich und also das ist zwar eine Metaebene, das ist zwar eine Art, wenn man hier mit Schiller weiterdenkt, anstelle von Kunststellen oder an einen deutschen Strom anknüpfen. Aber das ist alles so negativ. Das muss es immer so negativ sein. Muss es immer den Einzelnen negativ binden, wenn es eine Bindekraft hat. Finde ich schade, dass es oft negativ ist. Ob es die Juden sind oder das Finanzkapital oder irgendwelche Dämonen oder die BRD oder. Immer ist es negativ in unseren Kreisen. Oder kennst du vielleicht eine positive Verschwörungstheorie? Oder? Es gab, glaube ich, mal ein Buch von H.G. Wells, Die gute Verschwörung. Das hat er mal geschrieben, habe ich aber noch nicht gelesen. Kann man mal reingucken. Also so wie das hier rüberkam, wie du es beschrieben hast, ist es natürlich entmachtend. Derjenige, der so drauf ist, kann nicht mehr handeln. Allerdings tut das ja, hat das ja seinen Zweck. Nicht für den Reichsbürger, nicht für die Patrioten, aber für die Gegenseite. Wer dieser eine
Deutsche hat sich damit matt gesetzt. Martin Sellner hat es mal thematisiert in einem Artikel, den nannte er die identitäre List, steht auf dem Funken. Also der große Vorsitzende schreibt, also darüber, dass die Metapolitik der Identitären schon irgendwo einen verschwörerischen Charakter hat, weil sie eben zu Effekten führt, die auf der ersten Oberfläche nicht sichtbar sind. Wir sagen zwar, ja, wir wollen das Overton-Fenster verschieben, wir wollen Sachen, die vorher unsagbar waren, sagbar machen, und wir haben Erfolg damit. Okay, gut, ja, danke. Insofern ist das mit Ansage. Allerdings, Zitat eben, sie treiben, also alle möglichen Leute, die vorher nicht identitär waren, sie treiben gleichsam als List der Identität in ihrer nützlichen Idiotie die Gegensätze aufs Äußerste, also die Lügenmedien, ja, treiben die Gegensätze aufs Äußerste, ein bisschen weiter unten. Hunderttausende Biografien und Denkwege nähern sich, die einen schnell, die anderen langsam, auf verschlungenen Pfaden unserem Lager an. Zitat Ende. Das ist natürlich etwas, wir Identitäre wissen, was wir tun. Wir halten das auch nicht weiter geheim, die anderen sind nur zu blöd, es zu sehen. Und dann haben wir Erfolge. Das wäre eine positive Wendung dessen. Also dieses Ganze, dieses Motiv des Ganzen habe ich dann ja nochmal gefunden, als ich das Buch Revolte gelesen habe. Also nach der Safranski-Lektüre, da kam ich nicht von dem Gedanken los. Revolte gegen den großen Austausch, Renaud Camus, in dem Kapitel Revoltiert, da schreibt er nochmal sehr schön, wie diese Ideologie des großen Austausches eben in die Qualität des Ganzen kommt. Jetzt haben wir wieder diesen Begriff des Ganzen, in dem der Einzelne geborgen ist, aber auch wieder natürlich total negativ und nicht so, wie wir es wollen. Aber er schreibt hier über die Moral. Die Moral wird auf diese Weise ununterbrochen durch Ideologie und Soziologie ersetzt, die ihr gebieten, zu schweigen und sich ihnen unterzuordnen, ganz nach dem reduktionistischen Schema, das die Politik durch die Ökonomie ersetzt hat, als wäre diese alles, worum sich das nationale, internationale Leben zu drehen habe, und als ob die Minister und der Staatschef nichts anderes wären als die Geschäftsführer eines Unternehmens. Allein in diesem Satz, da steckt so viel drin. Also Moral wird durch Soziologie ersetzt. Das ist wieder dieses Ding mit Schiller, ja? Das über dem Menschen stehende, das den Zweck in sich haben, der wird durch die menschliche Machenschaft, nämlich die Soziologie, ersetzt. Dann Reduktionismus, das ist auch Schillers Kritik, dass wir durch diese Logik in den Reduktionismus gezwungen werden. Dann die Politik, die Ökonomie kapert die Politik, da haben wir die Anderswelt drin. Das ist nichts. Die Parteien sind das, was vorgespielt wird, aber dahinter ist die Ökonomie. Also haben wir die Anderswelt. Und dann sind die Staatschefs, Geschäftsführer eines Unternehmens, da höre ich nur den Reichsbürger, der mir irgendwas erzählt von der BRD GmbH und so. Also ein Wahnsinn, was in diesem Satz schon steckt. Und dann aber ein alles umfassendes, in sich geschlossenes System, sagt Camus hier. Die Soziologie hat die authentische Moral ersetzt, die Ökonomie, die Politik. Und alles zusammen ist längst zur Beute von Ideologie und Propaganda geworden. So, da haben wir unsere Folgen. Das alles zusammen. So wird ein Fließband der Abstumpfungsindustrie, schöner Begriff, da laufen falsche, erlogen auf den Kopf gestellte Pseudorealitäten, schreibt er hier. Also wie der Modus Alice-Modus als permanenter Loop. Pseudomoral unter Prämissen falsch und schlecht, unmoralisch und so weiter. Da geht es hier. Verschwörung, das Ganze kriege ich hier zusammen mit Camus, bindet alles zusammen. Und wir sind gefangen in so einer Sphäre, die uns antriggert, als Deutsche zumal. Werden hineingezwungen in so ein System, in dem wir uns selbst absorbieren. Oder ein System, was uns absorbiert und unsere Kräfte absorbiert. Und das meinte ich mit Negativität. Da kann man schon fast sagen, ja, der Spatz ist jetzt auch wieder verschwörungstheoretisch, weil er denkt, da ist eine Macht, die unser deutsches Wesen erkannt hat und diese Kräfte jetzt, unsere positiven Kräfte, einfach mal minus eins nimmt und uns sozusagen zur Selbstverzehrung anhält. Das politische Denken ist erst komplett, wenn man die Dimension der Verschwörung mit in Betracht zieht.